Vor 101 Jahr, am 13. Oktober 1917, erschien die Mutter Gottes zum letzten Mal den drei Hirtenkindern von Fatima. Wir erinnern an die Ereignisse, die den Verlauf der Geschichte des 20. Jahrhunderts vorhersagten. Gehen Sie mit uns durch die Stadt der heiligen Hirtenkinder und erleben Sie noch einmal die Heiligsprechung von Jacinta und Francisco. Portugal, Fatima. Das Heiligtum unserer lieben Frau vom Rosenkranz ist eines der größten und berühmtesten Marienheiligtümer der Welt. Jedes Jahr kommen Millionen von Menschen aus aller Welt hierher. Die einen kommen mit Freude, die anderen mit Trauer im Herzen, doch alle mit einer großen Verehrung der Jungfrau Maria. Der Tradition folgend überqueren viele Pilger den Platz vor der Basilika unsere liebe Frau vom Rosenkranz auf Knien. Egal wie alt sie sind oder welcher Gesellschaftsschicht sie angehören. Hier herrscht den ganzen Tag eine Atmosphäre des Gebets und wenn der Abend kommt, wird die Stille vom Klang der Hymnen und der Stimmen unterbrochen, die den Rosenkranz beten. Überall duftet es nach Wachs und Weihrauch. Hunderte von Kerzen erzählen von der Größe Gottes und jede dieser Kerzen trägt das Gebet des Pilgers in sich, der sie entzündet hat. Wer diesen Ort besucht, nimmt die Erinnerung an eine stille Freude und einen großen Frieden mit nach Hause. Was aber macht dieses Heiligtum so besonders? Warum zieht es so viele Pilger in seinen Bann? An diesem Ort ist die Mutter Gottes vor 100 Jahren drei Hirtenkindern erschienen und hat ihnen drei Geheimnisse anvertraut. An der präzisen Stelle der Erscheinungen steht eine weiße Marmorsäule mit der weltberühmten Statue unserer lieben Frau von Fatima. Die drei Kinder waren Lucia Santos und ihre Cousins Francisco und Jacinta Matu. Der Bischof von Fatima, Antonio Augusto dos Santos Marto, erklärt uns die Natur der Fatima-Botschaften. Die Botschaft von Fatima bezieht sich auf die größten und tragischsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts, die zwei Weltkriege. Sie waren etwas nie Dagewesenes. Etwas Derartiges hat es nie zuvor gegeben. Millionen von Toten. Eine Kirche, die von atheistischen und totalitären Regimen verfolgt wurde, die riskierte, geteilt, zerstört zu werden. Es war also eine Botschaft der Gnade und des Friedens. Eine Botschaft, die den Menschen gesagt hat, dass Gott bei uns ist, dass er uns nicht verlassen wird, dass die Barmherzigkeit Gottes stärker ist als die Macht des Bösen. Diese drei Worte, Gnade, Barmherzigkeit und Frieden, sind das Geschenk, das unsere liebe Frau uns bringt. In einer Privaterscheinung wurden diesen drei Kindern wichtige Botschaften mitgeteilt, deren Inhalt die ganze Welt betraf. Die Mutter Gottes war auf der Suche nach Menschen, die sich zu Mitarbeitern des barmherzigen Planes Gottes machen würden, den Mächten des Bösen die Stirn zu bieten. Und das ist auch heute noch relevant. Heute geht die Hauptbedrohung zwar nicht mehr von den atheistischen Regimen aus, aber es gibt da eine Gefahr, die meiner Meinung nach noch viel bedrohlicher ist.
die Gleichgültigkeit der Religion gegenüber, so zu leben, als gäbe es Gott nicht, Gott den Rücken zu kehren. Die Wahrnehmung Gottes ist verloren gegangen. Und wenn man die Wahrnehmung Gottes verliert, verliert man auch das Gefühl für die Menschlichkeit. Und genau das ist der Grund, warum diese Botschaft noch heute so relevant ist. Die Botschaft von Fatima ist noch immer relevant, die göttliche Gnade dieses Ortes noch lange nicht erschöpft. Die Millionen von Pilgern, die diesen Ort besuchen, sind der beste Beweis dafür. Und das sind auch die vielen Menschen, die durch die Fürsprache unserer lieben Frau von Fatima Gnaden erhalten haben. Wir befinden uns in dem kleinen Dorf Aljustrel, ca. 135 Kilometer nordöstlich von Lissabon, der Hauptstadt Portugals. Aljustrel ist heute weltbekannt, zieht jedes Jahr Tausende von Pilgern an. Hier ist den drei Hirtenkindern die Jungfrau Maria erschienen. Wie Pater Francisco Pereira, Kaplan des Heiligtums von Fatima, erklärt, muss man sich in das Aljustrel des frühen 20. Jahrhunderts zurückversetzen, wenn man die Natur der Offenbarungen verstehen will. Vor 100 Jahren war Aljustrel ein kleines Dörfchen in der Pfarrei Fatima mit vielleicht 10, 20 Häusern. Die Menschen lebten von Landwirtschaft und Schafzucht. Diese Kinder kamen also aus tiefgläubigen, christlichen Familien. Menschen, die jeden Tag beteten und die auch ihre Kinder gelehrt haben, jeden Tag zu beten, ehrlich zu sein und nicht zu lügen, immer die Wahrheit zu sagen, Gott und ihre Nächsten zu lieben. Anfang des 20. Jahrhunderts lebte hier die Familie von Antonio dos Santos und Maria Rosa Ferreira, eine Bauernfamilie mit 7 Kindern, 6 Mädchen und einem Jungen. Die Familie besaß ein Stückchen Land in der Cova da Iria und anderen nahegelegenen Orten wie Ortiga und Fatima. Heute gibt es nur noch wenige Menschen, die sich daran erinnern, wie Aljustrel Anfang des 20. Jahrhunderts aussah. Einer dieser Menschen ist die 97-jährige Maria dos Anjos, die Enkelin von Antonio und Maria dos Santos. Ich habe immer hier gelebt, aber damals war alles anders. Hier gab es nichts, keine Straßen, keine Autos, nichts. Nur Wald, Schafe und ein paar Esel. Das jüngste Kind der Familie war Lucia. Auf dem Foto ist sie 10 Jahre alt. Lucias beste Freunde waren ihr Vetter Francisco und ihre Cousine Jacinta. Die drei Kinder waren sehr verschieden. Lucia war nachdenklich, entschlossen und direkt, aber auch erstaunlich ehrlich. Sie liebte es, Geschichten zu erzählen, die sie von ihrer Mutter und vom Pfarrer in der Sonntagsschule gehört hat. Und diese Geschichten erzählte sie dann ihren Freunden und den kleineren Kindern aus Aljustrel weiter. Sie hat mir erzählt, dass sie hier immer viele Spielkameraden hatte. Wenn die Väter zur Arbeit in den Weinbergen gingen, haben sie ihre Kinder hier gelassen. Bei Lucia zu Hause war nämlich immer jemand, der auf sie aufpassen konnte. Auf Lucia, ihre Brüder und eben auch auf die Nachbarskinder. Es waren also immer viele Kinder da, weil sie von ihren Eltern hierher gebracht wurden. Sie wussten, dass jemand auf sie aufpassen würde, wenn sie in der Arbeit waren. Meine Mutter war Weberin. Sie saß den ganzen Tag am Webstuhl.
Auch meine Großeltern kamen oft hierher. Meine Großmutter war Lehrerin. Sie hat an der Sonntagsschule unterrichtet. Lucias Cousins Jacinta und Francisco lebten ganz in der Nähe, in diesem Steinhaus. Sie waren die jüngsten Kinder von Manuel und Olimpia Martu. Jacinta war ein aufgewecktes, fröhliches Kind, das gerne sang und tanzte. Francisco dagegen ein eher in sich gekehrter Junge. Ihre Eltern hatten sie gelehrt, Gott zu lieben und die selige Jungfrau Maria und die Heiligen zu verehren. Ich bin die Nichte von Jacinta und Francisco. Mein Vater João war der Bruder der beiden. Mir ist das Glück zuteil geworden, im selben Haus geboren worden zu sein wie Jacinta und Francisco. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, weil mein Vater bei seinen alten Eltern geblieben war, damit er sich um sie kümmern konnte. Ich war 13, als meine Großmutter starb. Meine Großeltern haben mir eine große Liebe zu Gott und zur Jungfrau Maria vermittelt. Ein Leben in Einfachheit, im Glauben und in der Religiosität. Das Leben in Aljustrel war alles andere als einfach. Die Kinder mussten ihre Familie schon früh unter die Arme greifen. Wie viele andere Kinder, die an solchen Orten leben, mussten auch Lucia, Francisco und Jacinta Schafe hüten, statt in die Schule zu gehen. Und doch waren sie alles andere als ungebildet. Lucia zum Beispiel durfte schon mit 7 die erste Kommunion empfangen, obwohl das eigentlich erst ab 10 Jahren zulässig war. Der Pfarrer machte eine Ausnahme, als er sah, dass sie schon den ganzen Katechismus konnte. Die drei Hirtenkinder waren nicht anders als andere Kinder ihres Alters und ihrer Zeit, und sie waren ausgesprochen fromm und gottergeben. Der Weg zur Heiligkeit begann für die drei Hirtenkinder genau hier in Aljustrel. Das kleine Dorf Aljustrel ist der Ort, an dem die drei Seherkinder geboren wurden. Von hier aus führt ein schmaler Weg nach Cova da Iria, wo Lucia, Jacinta und Francisco ihre Schafe weideten. Der Weg ist heute unter dem Namen Ungarischer Kalvarienberg bekannt. Der Kreuzweg ist ein Geschenk ungarischer Katholiken, die nach dem Einmarsch der Sowjets in westeuropäische Staaten flüchten konnten. Hier befindet sich auch ein Ort, der Luca do Anjo heißt. Dort haben die Hirtenkinder zum ersten Mal den Engel gesehen. Es war im Frühling 1916. Lucia, Jacinta und Francisco hüteten auf dem Feld gerade ihre Schafe, als es zur Mittagszeit plötzlich zu regnen begann. Die Kinder suchten unter einem Felsen Schutz. Dort sprachen sie ihr Gebet, aßen zu Mittag und begannen zu spielen. Plötzlich kam ein starker Wind auf. Als die Kinder aus ihrem Versteck hervorkamen, sahen sie ein weißes Licht, das sich langsam auf sie zubewegte. Es war ein Engel. Er sagte den Kindern, dass sie keine Angst vor ihm haben müssten, weil er der Engel des Friedens sei. Dann lehrte er sie das folgende Gebet: O mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen, die dich nicht lieben. Ein paar Monate später erschien ihnen der Engel an einem Ort, den man den Brunnen von Arnerio nennt. Die Kinder spielten gerade im Garten hinter Lucias Elternhaus, als sie den Engel bei dem Brunnen bemerkten. Er sagte ihnen, dass sie für den Frieden und die Sicherheit ihres Vaterlandes beten sollten.
Dieses Mal bezeichnete er sich als Schutzengel, als Engel von Portugal. Bei diesem Brunnen hatte Jacinta eines Tages auch eine Vision. Der Heilige Vater weint in einem großen Haus, vor einem Tisch kniend, die Hände vor das Gesicht haltend. Ein paar Wochen später erschien der Engel den Kindern zum dritten Mal. Dieses Mal wieder bei der Loca do Anjo. Er hielt einen Kelch und eine Hostie in der Hand. Der Engel lehrte die Kinder ein neues Gebet und gab ihnen die Kommunion. Der Engel bereitete die Hirtenkinder auf eine große Gnade vor, ihre erste Begegnung mit der Jungfrau Maria. Der Anfang war getan. Am 13. Mai 1917 hüteten die Kinder gerade die Schafe ihrer Familien, als sie eine übernatürliche Erscheinung hatten, eine wunderschöne junge Frau. Seit der letzten Erscheinung des Engels waren fast 8 Monate vergangen. Die Kinder beschrieben sie als eine ganz in Weiß gekleidete Dame, die strahlender war als die Sonne. Sie war mit einem goldgeränderten Umhang angetan und hielt einen Rosenkranz in der Hand. Sie trug den Kindern auf, jeden Tag den Rosenkranz zu beten, um der Welt Frieden zu bringen. Die Hirtenkinder hatten sofort verstanden, dass es sich bei der Dame um die Jungfrau Maria handelte. Sie befahl ihnen, künftig an jedem 13. des Monats an diesen Ort zurückzukommen. Die Kinder taten, wie ihnen geheißen wurde, und hatten so von Mai bis Oktober des Jahres 1917 6 Marienerscheinungen. Doch das war noch nicht alles. Die Jungfrau Maria vertraute den Kindern auch 3 Geheimnisse an. Das erste Geheimnis war eine Vision der Hölle und der leidenden Seelen der Sünder. Das zweite Geheimnis war die Vorhersage des Endes des großen Krieges und der Beginn eines neuen, wenn die Menschen nicht umkehren, bereuen würden. Die Jungfrau Maria verlangte, dass Russland ihrem unbefleckten Herzen geweiht werden solle. Dieses zweite Geheimnis wurde als Warnung vor dem Vormarsch der atheistischen Regime gedeutet. Und in der Tat wurde Russland im Jahr der Erscheinungen von der kommunistischen Revolution erschüttert. Das dritte Geheimnis war eine Vision des Todes eines Papstes und anderer Kirchenmänner. Dieses letzte Geheimnis wurde der Öffentlichkeit erst im Jahr 2000 enthüllt. Es bezieht sich auf das versuchte Attentat auf Papst Johannes Paul II. Er hat unserer lieben Frau von Fatima später dafür gedankt, dass sie sein Leben gerettet hat. Bei dem Attentatsversuch am 13. Mai 1981 auf dem Petersplatz in Rom war er schwer verletzt worden. Wie Jacinta Barreiro Martu aus Aljustrel, die Nichte von Francisco und Jacinta, sagte, ist ihr Vater João mehrmals dabei gewesen, als seine jüngeren Geschwister und seine Cousine Lucia die Marienerscheinungen hatten. Mein Vater war 2 Jahre älter als Francisco. Ihm ist die Ehre zuteil geworden, dabei zu sein, als die Jungfrau in Valinhos erschienen ist. Das war im August. Auch bei der Erscheinung in Vila Nova de Ureim waren sie alle zusammen. Mein Vater war dort, hat aber nichts gesehen. Außer ihm waren nur Francisco, Jacinta und Lucia dabei. Und mein Vater hat gesagt, dass er nichts gesehen hat, so sehr er sich auch anstrengte. Lucia spielte bei den Erscheinungen eine ganz besondere Rolle. Sie war die einzige, zu der die Jungfrau gesprochen hat. Obwohl auch andere, Geschwister und Freunde, bei den Erscheinungen anwesend waren, haben nur die 3 Hirtenkinder die Jungfrau Maria gesehen. Bei der letzten Erscheinung waren sie von 70.000 Menschen umringt und sie alle haben das Sonnenwunder gesehen.
Mein Vater war damals 11 Jahre alt. Er erzählte immer, ich bin nicht mitgegangen. Alle haben gesagt, dass unsere ganze Familie sterben würde, wenn sich das Sonnenwunder nicht ereignet. So ist er zu Hause geblieben. Er hatte Angst. Weil er Angst hatte zu sterben, hat er das Sonnenwunder verpasst. Er war ja auch bei der Erscheinung in Valinhos dabei gewesen und es war nichts passiert. Er hat also das Sonnenwunder verpasst, weil er Angst hatte, er müsste sterben. Schon bald nach den Erscheinungen holte die Jungfrau Maria die beiden jüngsten Hirtenkinder zu sich. Francisco Martu starb am 4. April 1919. Er war 10 Jahre alt. Jacinta wurde 9. Sie starb im Februar 1920. Lucia stellte ihr Leben in den Dienst Gottes und trat ins Kloster ein. Sie berichtete ihr ganzes Leben lang immer wieder von Privaterscheinungen. Am Samstag, den 13. Mai, begann der 2. Tag der Pilgerreise nach Fatima. Ein Tag voller unvergesslicher Stunden. Genau 100 Jahre sind vergangen, seit die Jungfrau Maria 3 einfachen Hirtenkindern erschienen ist. Und nun war der Moment gekommen, in dem der Papst die beiden Jüngsten, Francisco und Jacinta, heilig sprechen würde. Als erste Kinder, die keine Märtyrer waren. Schon in den frühen Morgenstunden füllte sich das Heiligtum mit Gläubigen, die bei dieser wichtigen Feier der universalen Kirche dabei sein wollten. Vor der Messfeier, zu der sich ca. 500.000 Gläubigen eingefunden hatten, betete der Papst am Grab der 9 Heiligen, die Johannes Paul II. Im Jahr 2000 hier in Fatima selig gesprochen hat. Der damalige Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heilsprechungsprozesse, Kardinal Saraiva Martins, erklärt, warum die Seligsprechung in Portugal vorgenommen wurde. Warum wurden sie in Fatima selig gesprochen? Zuvor hatten Seligsprechungen immer in Rom stattgefunden und Heiligsprechungen auch. Den Vorsitz hatte immer der Papst selber. Das ist die allgemeine Norm der römischen Kurie. Ein Jahr vor der Seligsprechung hat Lucia dann aber zu mir gesagt, sagen Sie dem Papst, dass er nach Fatima kommen muss, um Jacinta und Francisco selig zu sprechen. Er darf es nicht in Rom tun. Sagen Sie dem Papst, dass ich, Lucia, ihm keine Rosenkränze mehr schicken werde, wenn er sie nicht hier in Fatima, sondern in Rom selig spricht. Bevor die Seligsprechungsmesse begann, bin ich in die Sakristei gegangen und dort war auch Schwester Lucia. Schwester Lucia, habe ich zu ihr gesagt, Sie müssen heute sehr glücklich sein. Vor einem Jahr haben Sie mir gesagt, dass der Papst zur Seligsprechung von Jacinta und Francisco hierher, nach Fatima, kommen solle. Und in einer halben Stunde beginnt die Seligsprechungsmesse. Doch sie gab mir nur die folgende weise Antwort. Nein, Eminenz, nicht dem Papst muss ich danken, sondern Gott. Denn er hat dem Papst die Eingebung gegeben, hierher zu kommen, die Seligsprechung hier vorzunehmen. Der Postulator des Heiligsprechungsprozesses und der Bischof von Fatima, Antonio Marto, näherten sich dem Heiligen Vater und baten ihn, mit der Heiligsprechung der seligen Francisco und Jacinta Martu zu beginnen. Nach einer kurzen Vorstellung der Biografien der Hirtenkinder von Fatima und nach der Heiligen Litanei verlas Papst Franziskus die Kanonisierungsformel.
Vor einer sichtlich bewegten Menschenmenge wurden die Reliquien der heiligen Francisco und Jacinta in Prozession zu dem kleinen Platz vor dem Heiligtum getragen und zu Füßen der Statue unserer lieben Frau abgestellt. In seiner Predigt ließ der Papst wichtige Episoden aus dem kurzen, aber intensiven Leben der beiden Heiligen Revue passieren. Wir haben eine Mutter, eine sehr schöne Frau, so sagten die Seher von Fatima zueinander auf dem Heimweg an jenem gesegneten Tag des 13. Mai vor 100 Jahren. Und am Abend konnte sich Jacinta nicht zurückhalten und weihte ihre Mutter in das Geheimnis ein. Heute habe ich die Gottesmutter gesehen. Sie hatte die Mutter des Himmels gesehen. Wie Lucia erzählte, befanden sich die drei auserwählten Kinder im Licht Gottes, das von der Gottesmutter ausstrahlte. Sie hüllte sie in den Mantel des Lichtes, das Gott ihr gegeben hatte. Gemäß dem gläubigen Empfinden vieler, wenn nicht sogar aller Pilger, ist Fatima vor allem dieser Lichtmantel. Er bedeckt uns hier, wie an jedem anderen Ort der Erde, wenn wir unter dem Schutz der Jungfrau Maria Zuflucht nehmen, um sie zu bitten, wie es das Salve Regina lehrt. Zeige uns Jesus. Als Vorbilder haben wir die heiligen Francisco Marto und Jacinta vor Augen. Die Jungfrau Maria ließ sie in das unermessliche Meer des Lichtes Gottes eintreten und führte sie so zur Anbetung Gottes. Daraus zogen sie die Kraft, alle Widrigkeiten, alle Leiden zu überwinden. Die göttliche Gegenwart wurde zu einem festen Bestandteil in ihrem Leben, wie es im beharrlichen Gebet für die Sünder und in dem bleibenden Wunsch, beim im Tabernakel verborgenen Jesus zu verweilen, zum Ausdruck kommt.